So. Willkommen zurück. Ich hoffe, jetzt geht's. Ich kann eigentlich selber nachhören. Ja. Jetzt haben wir Sound. Okay, cool. Ja, man muss einfach immer alles zweimal neu anstecken und starten und dann geht's auch. So einfach ist das. Hier, das hier. Ja gut, das ist jetzt natürlich blöd, weil der eigentlich grün ist, wie der Greenscreen. Aber das ist quasi der Kanal für Weihnachten. Ja, so eben verkehrt und nicht in grün. Das ist die Natur der Weihnachten. So. Okay. Nicht bei den Temperaturen. Nicht, wenn hier drin irgendwie zwei Tageslichtlampen leuchten und es sowieso schon warm ist. Ich schwitze schon ohne Pullover. Wie blöd. Ja, im Grunde, wenn ich mich grün anziehen würde, wäre ich ein ziemlich transparentes Wesen. Ich trau mich. Ich trau mich, dass ich den Helmut, den Hubert, meine ich, ein bisschen vorschicke. Der Hubert macht das. Ich finde dafür, dass das Haus angeblich so viele Magier hat, haben die nicht sehr viele Magier. Die sind doch das Magierhaus, oder? Ja, ich glaube schon. Sind irgendwie auch nur zwei. Drei. Okay, trotzdem. Naja. Die Petra, die wird bestimmt gut. Ich glaube immer noch, dass die super awesome wird. Die müssen wir aber auch ein bisschen trainieren, damit die wirklich awesome wird. Aber bis jetzt ist sie noch nicht so awesome. Aber bis jetzt ist noch keiner so richtig awesome, oder? Nicht mal der Helmut. Nee, nicht mal der Helmut schafft hier, One-Hit zu killen. Schade. Ja, cool. Ich glaube, der Merlin auch. Deswegen war sie gerade so beleidigt. Ich meine, jetzt, ich hab wirklich ohne Witz den Darth Vader Pullover ein bisschen anders in Erinnerung gehabt. Ich dachte, der ist ein bisschen farbiger. Der ist ja schon sehr grau einfach. Grau und schwarz. Nicht sehr weihnachtlich eigentlich. Aber genau deswegen gefällt er mir wahrscheinlich besser. Also nicht, dass ich was gegen Weihnachten habe, aber er ist halt nicht ganz so gegen Weihnachtsstyle habe ich was. So rein ästhetisch. Your defeat was inevitable. Ganz genau. Die Petra ist gut als Diebin. Ah, cool, dass sie so gut wie nicht getroffen wird. Hat die so einen hohen Ausweichwert. Ach, Mann, aber die schafft es nicht, den zu killen. Aber wir haben genug Fernkämpfer und Magier, die das erledigen. Das passt schon. Dann mach, hau. Hey, ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich habe in manchen Tests im Vorfeld gelesen, dass die von 30 bis 40 Stunden Spielzeit geredet haben. 30 bis 40 Stunden. Ich habe 82 gebraucht und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt super umfangreich immer alles erkundet habe und sowas. Aber ich schätze, das hängt sehr stark von der Spielweise ab. Theoretisch, wenn man alle Animationen ausmacht, die ganzen Dialoge vielleicht nur kurz überfliegt und skippt, und wenn man nicht viel kämpft, sondern viel andere Sachen macht, kann ich mir vorstellen, dass man die Spielzeit ganz schön verkürzen kann. Kann ich mir schon vorstellen, aber trotzdem.
Die habe ich jetzt schon. Die Petra, oder wie? Die hast du schon rekrutiert bei deinem Safe-Game. Ja, ich konnte komischerweise noch niemanden rekrutieren. Das wundert mich. Nicht mal die Schwertkämpfer. Aber vielleicht mögen mich die alle noch nicht genug. Ich muss mal mit denen essen oder sowas. Ach so, die 30 Stunden. Ach so. Okay. Nee, aber nicht wirklich, oder? Das kann doch gar nicht sein. Du hast doch nur 2 Nächte durchgespielt. Oder hast du wirklich 30 Stunden? Bei Metatron ist witzigerweise ungefähr an der gleichen Stelle wie du und wie ich jetzt mit dem Savegame hier. 24. Metatron hat in 15 geschafft. Naja, da merkt man schon, wie unterschiedlich das sein kann. Ich kann leider nicht mehr sagen, wie es bei mir beim ersten Mal spielen war. Aber wahrscheinlich ähnlich wie hier jetzt. Und wie viele Stunden hatten wir am Anfang beim Laden, habt ihr es gesehen? Weiß ich nicht mehr, aber nach dem Kampf sehen wir es nochmal. Ich sollte mal die anderen ein bisschen trainieren lassen. Die armen Banditen müssen hier als Trainingsdummies herhalten. Ja, aber es ist fast keiner in Reichweite. Überlebt mit einem HP. Muss das sein? Ist doch eine Minimumangabe. Aber als ich geguckt habe, war das auch auf How Long to Beat zum Beispiel. Glaube ich mit 30 Stunden oder 40 vielleicht stand das drin. Und das sollte ja eigentlich ein Durchschnittswert sein. Ja. As expected. Ja gut, und wenn in dem Text, wenn in dem Test jemand schreibt, 30 bis 40 Stunden, gehe ich auch nicht davon aus, dass das die minimale Spielzeit ist, sondern das Spektrum an möglicher Spielzeit. Ah, die bräuchte noch ein bisschen was für Level 10. Das wäre schon cool. Oh Gott, ich hoffe, unser Protagonist überlebt jetzt. Er wird jetzt doch ganz schön von 3 Leuten gleich gerusht. Schauen wir mal. Dass ein bisschen gewagt war, den davor zu schicken. Ah ja, gut. Wenn ich Edelgard mit mir vorn stelle, dann kann ich es ein bisschen aufspalten. Das ist eine gute Idee wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich der eine Kerl Edelgard One-Hit killen. Ah, hast du den umgebracht, den Totenritter? Kriegt man da irgendwas Spezielles, wenn man schafft, den zu killen? That is that. 30 Stunden bis alle Aufgaben. Bei was denn jetzt? Wo denn? Should I have held back? Ein Dunkelsiegel. Ah ja. Aber das kriegt man, glaube ich, später auch nochmal, wenn man den besiegt. Aber vielleicht kriegt man 2, wenn man ihn da auch schon besiegt. Winning's always nice. I want to be all I can. Du hast für deine erste Runde Fallout 4 487 Stunden gebraucht. Fallout 4 habe ich auch verdammt lange gespielt, war ich wahrscheinlich schon alleine, also garantiert über 100 Stunden, wenn ich länger nur mit Siedlungsbauen verbracht habe, bevor ich überhaupt angefangen habe, irgendwas Let's Play-mäßiges zu machen und hochzuladen. Ich habe die Let's Plays erst mit Far Harbor angefangen, da war das Spiel ja eigentlich für mich schon durchgespielt. Ich hatte echt nicht mehr vor, das Spiel überhaupt zu spielen und habe mir dann gedacht so, naja, jetzt mit Far Harbor kann man es vielleicht nochmal wieder auspacken. Und dann habe ich mir gedacht, naja, mache ich mal vielleicht noch ein Let's Play draus, weil warum nicht?
dann war das das erfolgreichste Let's Play aller Zeiten. Überhaupt auf YouTube. Dann habe ich mir gedacht, na gut, okay. Dann mache ich doch noch ein bisschen mehr. So war das. Ach komm, aber warte mal, da war eine Kampftechnik bei ihr. Ah, stimmt. Ich hab's schon ganz vergessen. Die hatte diesen Ultra-Snipe-Schuss. Dafür ist der ultra ungenau, aber komm. Versuchen wir. Sie mit ihrer Armee von Strippern. Du hast doch auch eine gute Reichweite. Kannst du nicht vielleicht noch einen anzaubern? Ja, kann er. Ein bisschen tot. Das ist schon cool. Die lernen komplett andere Moves, Techniken und Zauber, wie meine Crew aus der Adler, aus der gelben Hirschschule. Das ist wirklich cool. Wie unterschiedlich da auch die Kämpfe deswegen sind. So, komm, jetzt ist vorbei. Jetzt hauen wir mal Leute kaputt hier. 80%. Dafür wäre er weg. Na gut, versuchen wir. Nein! So ein Scheiß. Ah ja, das stimmt. Das ist cool. Ah, das heißt, Hubert ist von Anfang an so ein krasser, super Dunkelmagier. Petra, du kannst den abstauben. Ich glaube an dich. Glaub an die Macht der Karten, eher an das Herz der Karten. Oder so. Witness Bridget Pride. Glaub an das Fire Emblem. Das Wort Fire Emblem kommt dir im ganzen Spiel kein einziges Mal vor. Aber das Flammenwappen, das Flame Crest oder so ähnlich. So, keiner braucht so wirklich Heilung. Alle greifen Hubert an. Hubert, du schaffst das, oder? Hubert ist krass, der schafft das. Ich glaube an dich, Hubert. Ah, warte mal, einen habe ich noch. Dann greift nur einer den Hubert an. Das dürfte dann schon passen. Each battle, a chance to grow. Ja, der greift Petra an, auch gut. Das dürfte auch kein Problem sein. Moment, irgendwer darf noch. Ach so, der Lorenz. Lorenz ist schon so ziemlich mein Lieblingscharakter geworden. Ich hab den am Schluss jetzt sogar geromanced. Der ist in meinem Singleplayer Offline Privatspiel mein Ehegatte und König geworden. Lorenz ist der Beste. Okay, wer darf den abstauben? Der tut mir jetzt echt fast leid. Der steht hier so auf dem Präsentierteller, ist umzingelt und jetzt wird im Grunde nur noch drüber geredet, wer ihn umbringen darf. Das ist schon ziemlich morbide und bizarr, was hier passiert. Aber wäre halt kein Dieb geworden, dann hätte er sich das sparen können. Wie Level 7 ist der Kaspar erst. Kaspar, der freundliche Axtkrieger, muss ein bisschen hochgelevelt werden. Wurfbeil. Gehen wir auf Nummer sicher. Wobei, der hatte nicht mal eine kritische Trefferchance, oder? Aber ist ja wurscht. Ja, das kenne ich. Mit Katzen ist alles schwieriger. Hey Katka, hallo. Ein Zeppo Strimeloni, genau. Zeppoloni Strimolino. Mir geht's gut. Dir auch, hoffe ich.
Ich hätte gedacht, Lorenz kommt mit Ferdinand zusammen. Nee, Lorenz ist gar nicht schwul oder bi. Soviel ich weiß, ist... Die haben so eine Bromance, Ferdinand und ach, das war ein Scherz, glaube ich, ne? Jetzt verstehe ich's. Ferdinand, ich muss erst überlegen. Ferdinand und Lorenz haben auf jeden Fall eine Bromance am Laufen. Aber hier, Linhard ist der einzige schwule Charakter, den es im Spiel wirklich gibt. Der einzige, den man als Mann gleichgeschlechtlich daten kann, wenn man will. So, und die Bernadetta darf ihn jetzt abstauben. Dann kommt sie wahrscheinlich noch auf Level 10. Nein, die kommt nicht auf 10. Schade. So in der Art. So in der Art. Ich bin heute auf jeden Fall ein bisschen schlecht beleuchtet. Weiß nicht warum. Vielleicht ist es auch nur der Kontrast, weil ich meinen Hintergrund heute mal anständig ausgeleuchtet habe und jetzt vielleicht nicht mehr genug Licht für mich da. Also jetzt wirklich dunkel im Vergleich dazu. Kameras sind crazy und so. Wer weiß. Habe ich diesen Monat beim Erkunden den Lanzenkampf schon gemacht? Bestimmt, oder? Aber wahrscheinlich nicht gewonnen. Verdammt. Die nötige Erleuchtung fehlt. Von der Kirmes, ach so, Lärmbelästigung. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann nervt. So, ich hab's ganz vergessen, ich brauche unbedingt Zettel und Stift. Das hätte ich nämlich bei meinem anderen Savegame so oft gebraucht und hatte keinen. Okay, hab was. Gut. Weil ich will mir aufschreiben, wen ich auf was trainieren will, muss, damit er auf die Klasse kommt, damit der Controller vom Schreibtisch fallen kann. Das wäre gut. So. Nein. Ha, das ist witzig. Jetzt ist mir gerade der Kugelschreiber vom Tisch gefallen. Und ich habe vorher keinen gefunden und als ich mich jetzt runtergeducht habe, lag der zusammen mit drei anderen Kugelschreibern irgendwo in einem Eck hinten. Anscheinend gibt es da irgendeine räumliche Anomalie, dass alle Kugelschreiber in dieses eine Eck fallen. Jemand einen Tipp, wie man seine Katze dazu bringen kann, dass sie sich die Krallen schneiden lässt? Nee. Das habe ich noch nie versucht. Das machen die von alleine bei mir. Mit Kratzbäumen und so. So, keiner ist wirklich motiviert. Doch der Kasper ist motiviert. Ich trainiere den Kasper erstmal heute weiter in Axt. Das Mitschreiben wird dann erst interessant, wenn ich bei den Examen bin. Dorothea, du wirst Supermagierin. Ja, wir haben ihr geheimes Talent entdeckt. Sie ist eine Super-Weißmagierin. Beziehungsweise Weißmagie... Anwenden plus 20 oder so. Und jetzt können wir echt nur noch den Hubert trainieren. Alle anderen Trainingspunkte sind verloren, weil keiner so richtig Bock hat auf Unterricht diese Woche. Na super. Na super. Das passt soweit. Na dann los.
Aber war das früher anders, Doofkopf, weil du schreibst die heutige Jugend? Ich habe das Gefühl, auch für mich damals oder für meinen Freundeskreis war jeder Anlass genug, um sich zu betrinken. Und es ging eigentlich so von den zarten, pubertären, frühen Jahren bis in die Studienzeit rein. Und bis in die Mitte 20er, würde ich sagen. Also gut 10 Jahre war das bei mir eigentlich so. Okay. In Bridget gibt es keine Vyvan. Aber ich habe den Wunsch, Flugkünste zu haben. Ich würde auch gerne meine Axtfähigkeiten trainieren. Sie will also gerne eine Vyvan-Reiterin werden. Das passt mir zwar eigentlich gar nicht in meinen Plan. Aber von mir aus, wenn es dein Wunsch ist, wenn es dein Herzenswunsch ist, dann werd eine Vyvan-Ritterin. Ist eh cool. Warum nicht? Leonie hat Geburtstag. Machen wir eine Teestunde. Die Leonie mag ich. Das ist jetzt echt ein paradoxes Szenario, das hier gerade ist, weil ich zu den Schülern, die nicht in meiner Klasse sind, momentan viel mehr Bezug habe, als zu denen, die momentan bei meinem Safe-Game eigentlich meine Leute sind. Thanks. Weil die Leonie kenne ich jetzt viel besser als alle anderen aus meiner Klasse. Aber deswegen macht es auch Sinn, dass man es mehrmals spielt. So, über was redest du gerne? Boah, das weiß ich jetzt echt nicht. Nein, sind mal keine Süßigkeiten. Das war jetzt kein typisch Leonie-mäßiges Thema dabei, finde ich. Das ist alles komisch. Ja, ich weiß auch nicht, über was ich mit dir reden soll. Die Vorschläge sind komisch. Nein, eine betretene Stille, ein betretenes Schweigen herrscht. Ich darf nicht mal einen dritten Dialog auswählen. Ich hoffe, der Tee ist wenigstens gut. Invite me by again sometime. Na schau, immerhin. Und das an ihrem Geburtstag. So. Look, Professor, we did great. Perfektes Stall ausmisten. So ausgemistet war der Stall noch nie. Er ist erleuchtet vom Stall ausmisten. Cool. Ich habe ziemlich viele Leute, die nur auf eine Sache spezialisiert sind. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Nosferatu. Cool. Zumindest eine hat diese Woche was gelernt. Impressive. Thanks. Ja, so ging es dann bei mir immer los, Katka. Man genießt nur mal ein bisschen das und das. Zwölfjährige, die Wein und Schnaps. Nee, 12? Das war bei uns nicht so. Das ist schon krass. Bei dir wollte sie Diebin werden. Finde ich ja cool, dass die dann unterschiedliche Wünsche und Interessen haben. Ja, genau. Die Pferde wurden gleich mit ausgemistet, damit sich das Problem ein für alle Mal erledigt hat. Perfekt ausgemistet. So, was haben wir hier? Vielen Dank, jetzt ist die Route wieder sicher. Oh, ich werde übrigens dafür sorgen, dass die Tage, in denen reisenden Händler das Kloster besuchen, im Kalender vermerkt werden. Dankeschön. Gut, jetzt haben wir noch einen Tag. Muss ich öfter mal zu den Kämpfen schauen, aber ne. Na egal, auf jeden Fall gehen wir jetzt erkunden, weil ich habe bei meinem privaten Safe Game viel zu wenig erkundet. Wir müssen mehr erkunden, mehr singen, mehr Kämpfe machen, mehr unseren Dozentendram hochleveln und mehr essen. Mehr essen ist immer gut, finde ich.
weiß jetzt wirklich nicht, ob wir den die Woche schon gemacht haben. Ich meine schon, aber nicht gewonnen, oder? Ferdinand, versuch's mal nochmal. Dass du für unser Haus den Sieg heimträgst. Gegen Ingrid. Mach sie fertig. Was für ein spannender Kampf. Manchmal, wenn sie ausweichen oder kritische Treffer machen oder so, entstehen da echt einigermaßen schöne Kampfszenarien. Aber in der Regel sind die schon ziemlich langweilig. Ja genau, aber das war beim letzten Mal noch, oder? Ich glaube auch, die wollte ursprünglich Diebin werden und dann hat sie sich aber irgendwie jetzt anders überlegt und will jetzt doch lieber Wyvern-Ritterin werden. So, wir brauchen dringend eine Heilung für Ferdinand. Nicht mal voll geheilt, aber den nächsten schafft er hoffentlich noch. 16, 32, 4, 20, ja, okay, dann los. Ne, sie hat sich halt umentschieden. Sie wollte halt Diebin werden und hat gemerkt, so, ne, so rumschleichen und so ist irgendwie doch langweilig. Ich will lieber auf einem Drachen reiten. Versucht sie das halt mal. Die findet schon noch ihren Weg. Man muss sich ja mal ein bisschen ausprobieren dürfen. Leonie, gerade noch bei der Teestunde beim Professor und jetzt im Halbfinale auf dem Schlachtfeld. Ich hätte ihr was in den Tee mischen sollen, verdammt, wenn ich das gewusst hätte. Aber ich muss ihn jetzt schon zum Halbfinale heilen. Das ist, schlecht. Ich glaube, wir haben nicht sehr hohe Chancen auf den Sieg. You should be honored. Leider. Wer ist denn im Finale? Dimitri. Doch, ich kann mich daran erinnern. Das haben wir beim letzten Mal genauso gemacht. Und da hat uns dann auch Dimitri übelst vermöbelt. Und jetzt wird es wieder so sein. Und jetzt ausweichen. Und dann kritischer Treffer. Geht gar nicht. Schade. Du hast dein Bestes gegeben, Ferdinand. Ein bisschen Preisgeld und ein bisschen Dozentenrang haben wir bekommen. Danke. Schickt da quasi, das ist, ich verstehe schon, man schickt da als Dozent seine Schüler in den Ring gegeneinander, damit die Prestige sammeln für einen. So ist das also hier. Okay. So. Spezialität des Tages. Hubert mag das. Essen wir mal mit Hubert. Lernen wir ihn besser kennen. Nein, ich wollte doch eigentlich gerade eben mit Leuten essen, die nicht zu meiner Schule gehören, damit wir die auch ein bisschen kennenlernen. Zum Beispiel Felix. Felix ist ein Schwertkämpfer. Da hätte ich Chancen, dass sich der uns auch relativ früh anschließt. Genauso wie er hier. Ich gehe jetzt drauf, dass ich möglichst viele rekrutiere. Rette. Quasi. Yeah, you just get it, Professor. This is my favorite. Was? Dimitri ist ein Lanzen-Champion. Ah, ja gut. Bei mir ist er das anscheinend leider auch.
Ja, oder genau, die gibt einem doch diese Kräuter, diese Drogen da, die man irgendwie an seine Schüler verteilt. Das finde ich auch so weird. Die Bische finde ich überhaupt so weird. Was ist mit der los? Total irre. Hey. Hey. Selber hey. Ich esse hier gerade was zufällig. Essen wir mal noch was mit Lorenz. Und Ash meinetwegen. Ich will mich jetzt... Vielleicht ist es verschwendet. Vielleicht kann ich sie nicht mehr rechtzeitig rekrutieren. Aber ich will es versuchen. Alle. Alle rekrutieren. Ich erwarte nicht viel von der Hall, aber das does not disappoint. Das looks delicious. Let's eat. So, jetzt passt auf, ich brauche noch einen Punkt für den Chor. Aber sonst haben wir momentan keine Aktivitäten, ne? Das heißt, ich könnte noch einmal essen. Dann machen wir das. Essen wir nochmal süße Klöße. Mit... Weil ich kann mich... Ich sollte mich vielleicht doch irgendwie auf wenige beschränken, die ich rekrutiere. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Also versuche ich alle. Das heißt aber auch, dass ich unseren Charakter ab jetzt wirklich in allem schulen muss. In jeder Mission kriegt er jetzt neue Waffenausrüstung, damit alles auf C trainiert wird. Das geht unmöglich. Aber ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Wir können noch fischen und gärtnern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwann in der Entwicklungsphase Gärtnern und Fischen auch einen Aktionspunkt gekostet hat. Weil es hat dieses Symbol auf der Karte. Es wird sogar am oberen Bildschirmrand angezeigt, dass ich noch einen Aktionspunkt habe. Und ich werde gefragt, ob ich wirklich gärtnern will. Ich glaube, das hat bis ziemlich spät vor Release quasi noch Aktionspunkte gekostet. Das Gärtnern und das Angeln. Und aus irgendeinem Grund haben die das zurückgenommen, weil sie sich gedacht haben, das macht sonst keiner oder so, keine Ahnung. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Ich habe das Gefühl. Es kommt mir einfach komisch vor, dass das im Grunde gleichbedeutend ist mit den anderen Beschäftigungen, abgesehen davon, dass es eben keinen Aktivitätspunkt kostet. Das ist komisch. Oh, ich habe gar keine Köder zum Angeln. Ich wollte eh noch auf dem Markt vorbeischauen. Hello there. Hello. Hier könnte ich Angelköder kaufen. Bei dem. Und Geschenke. Geschenke wären natürlich schon auch gut. Wenn ich wirklich alle rekrutieren will, wären Geschenke schon gut. Aber wenn ich meinen Dozentenrang erhöhen will... Aber das Angeln bringt so wenig. Ich kann mich nicht entscheiden, dann kaufe ich lieber gar nichts. Ich kann ja immer noch Geschenke kaufen, wenn ich wirklich eine... Also wirklich erkunde. Also wirklich. Mit Dialogen und so. Dann gehen wir jetzt einfach noch singen und dann ist Schluss. Mit diesem Wochenende. Genau, genau. Ja, mit dem Ingame-Wochenende. Warum machte mein Laptop dauernd diese Geräusche, als ob ich irgendein Kabel rausziehen würde? Es beunruhigt mich. Kunstbuch für jemanden, der Kunst mag. Da fällt mir spontan der Ignaz ein. So, mit wem singen wir denn? Mit Lorenz und mit Annette. Ich werde versuchen, alle zu rekrutieren. Das ist jetzt mein oberstes Ziel in diesem Playthrough. Something appears to be wrong with my throat. Singing is so much fun. Everyone should enjoy themselves while they're doing it.
Ich werde versuchen, nicht nur alle zu rekrutieren, die man rekrutieren kann, sondern ich will auch die Beziehungsränge zwischen allen maximieren. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich werde es versuchen. So, wir haben einen Beziehungsdialog haben wir noch. Right. Ich hätte gerne mehr Freunde, aber mein Bruder kommt mir immer in die Quere. Ich wünschte, ich könnte ihn dazu bringen, damit aufzuhören. Ich würde ihn davon überzeugen, damit aufzuhören. Erklär es ihm, dann wird er einlenken. Er macht sich wahrscheinlich einfach nur Sorgen um dich. Ich finde, das sind alles gute Antworten. Ich sage, erklär es ihm, dann wird er bestimmt einlenken. Nee, die Antwort wollte sie nicht hören. Ich habe aber auch kein Glück bei dem Kummerkasten. Also jetzt bei diesem Safe Game vor allem. Schade. Hey, you. Schade, schade. Hier leuchtet schon überall blaues Zeug. Mich hat die Merlin heute noch gefragt, ob diese blauen Lichter sich regenerieren, wenn man erkundet. Und ich habe ihr gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob die nur einmal im Monat regeneriert werden oder wirklich bei jedem Mal erkunden. Ich wäre davon ausgegangen, dass das nur am Monatsanfang passiert. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, weil jetzt liegen hier schon viele rum. Aber vielleicht habe ich die einfach übersehen. Naja, machen wir mal unseren Dialog. Ah, die Annette mag uns jetzt schon ein bisschen. Cool. Hören wir uns mal an, was die zu sagen hat. Hello, Professor. Do you have a moment? Aus Erfahrung weiß ich, sein Bruder, was zu erklären ist, nie die richtige Antwort. Hm. Ja, natürlich. Well, I have this book of battle tactics that I borrowed from one of the knights. There's one part that I just don't understand. Do you think you could explain it to me? Nicht leichter als das, hoffe ich. Great, thank you so much. It's about this diagram here. I don't get why the knights are grouping up in that forest there. I just can't see the advantage to a formation like that. Yay, I finally get it. You really are a great teacher. Aber ich finde die nicht schlecht, zu Großteil zumindest. Finde ich die nicht schlecht, die englische Synchro. Das geht eigentlich. Gerne wieder. I knew asking you was the right idea. I just love learning new things. That's why I came to the Officers Academy. I want to learn magic, battle tactics, martial arts and well, all kinds of stuff. I'm learning more now than I have in my whole entire life. Speaking of, I'd better go visit the library for some research before magic practice, which is just before sword training. Überanstreng dich aber nicht. That's just not possible. I always find it's more tiring to laze around doing nothing. I've never been any good at that. I have to have something to do. Like, on my days off, I need to get up early and take care of the cleaning first, or I just can't relax. Know what I mean? Nee. But a day without accomplishments is completely wasted. Not to mention... Oh, wait. Oh, no. I was supposed to be on cooking duty today. I completely forgot. Sorry, Professor, but I have to run. Thanks again for your help. Put this stupid barrel here! Ich finde es so komisch, dass die während der Dialoge nicht wirklich an den Orten stehen, die ja existieren. Es gibt diese Orte ja in 3D, sondern dass da einfach nur so ein 360-Grad-Foto von einem Ort um die Gegner, um die sich Unterhaltenden rum projiziert wird. Warum? Warum stehen die nicht einfach wirklich an dem Ort? Im Kummerkasten war noch ein Brief, hat die Merlin ganz verzweifelt in den Chat geschrien. Dann werde ich nochmal schnell dahin reisen. Du kriegst aber keine Zuneigung. Ich weiß, aber ich lüge die doch nicht an, nur damit die mich mögen. Ich bin doch kein Psychopath. Nee, da ist kein Zettel. Da war nur einer. Da war nur einer. Na gut, dann sind wir fertig. Einkaufen muss ich nicht. Ja, okay. Ich habe einen Köder gefunden. Gehen wir doch schnell angeln mit dem einen Köder, weil gerade das Wasser so schön leuchtet.
Ach Quatsch, ich will immer einfach zum Steg gehen und angeln. Ich muss natürlich mit dem Angelmeister reden. Ich glaube, irgendwie hat unser Charakter beim Anziehen seiner Robe ganz oben bei den Ärmeln unter den Achseln versehentlich Löcher reingerissen. Und da hängen jetzt einfach seine Arme raus. Und eigentlich sollte er die Dinge anhaben, glaube ich, die Ärmel. Ich glaube, der weiß nicht, wie Roben funktionieren. Das sieht einfach weird aus. Zieh dir doch deine Robe anständig an. Deinen Bademantel. Wie sieht denn das aus? Vielleicht will er einen neuen Trend setzen. So trägt man heute Bademäntel in Frankreich, sagt er dann. Wo ist denn der Amiibo-Brunnen? Da würde ich gern nochmal kurz hinschauen. Vielleicht liegen da wieder neue tolle Items. Aber ich finde den immer nicht. Ah ja, hier, tatsächlich. Eine Mixtur. Und ein alberner Hering. Und noch eine Mixtur. Und ein Türschlüssel. Universaltürschlüssel. Albiniensamen. War ich beim Pflanzen? Ja, ich glaube schon. Doch, war ich schon. Ich weiß nicht genau, ob das so klug ist, Fische, die hier in den Hecken liegen, aufzuheben, damit man die nächsten Monat irgendwie kochen kann. Aber anscheinend schon. Okay, jetzt können wir aber Schluss machen. Ja, ich finde auch, die Kleidung von der weiblichen Figur sieht noch seltsamer aus als die männliche. Ich weiß schon, dass das eigentlich Absicht ist, aber es sieht trotzdem komisch aus, finde ich. Es sieht einfach so aus, als hätte der versehentlich neue Löcher in den Achseln gerissen beim Anziehen und hat dann gesagt, das war Absicht, ich trage meine Roben immer so mit neuen Löchern unter den Achseln. Der Dude hat Geburtstag. Wie sprechen die den auf Japanisch auf? Didde einfach nur, glaube ich. Didde. Didde hat. Laden wir Didde zum Geburtstag ein. Das wird bestimmt ein anregendes Gespräch mit Didde. Die alte Labertasche. Ich brauche von dir, dass du den Tee trinkst. Bitte. Der ist so riesig, der passt überhaupt nicht in dieses. Bitter, is it not? Bitter, ich glaube, er mag keinen Tee. Zumindest den nicht. Der redet bestimmt gern über ein neues Strategem. Nein. Über was redet der denn? Ich weiß nicht, über militärische Sachen, dachte ich. Wonach man strebt. Sicherheit im Kloster. Das interessiert ihn bestimmt. Na, wusste ich's doch. Immerhin. Die letzte Schlacht. Einschätzung von Freunden, vielleicht auch die Existenz von die letzte Schlacht. Indeed. Ja. Immerhin. Just the right amount of heat. Schöne Teestunde, beeindruckende Konversationen 2. It was delicious. I hope you will invite me again. Das ist wahrscheinlich eines der dämlichsten Minispiele, die ich jemals erlebt habe. Aber ich finde es super. Genau deswegen. Das Tee-Trink-Minispiel. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Unseren Charakter werde ich jetzt wirklich zum Allrounder machen und auch dementsprechend ausrüsten. Die Edelgard, die wird jetzt so ziemlich tankig. Das heißt, die wäre dann quasi prädestiniert für den Festungsritter. Das heißt, die müsste erstmal auf Axt und Rüstung gehen. Ich schreibe mir das mal auf. Der Kugelschreiber geht nicht, deswegen brauche ich fürs so lange. Edelge machen wir Axt plus Reiten. So, jetzt schaue ich mal kurz die anderen noch durch. Der Hubert, der ist natürlich unser Super Magier. Der ist erst Level 8. Der ist schon so krass. Ich dachte, der ist irgendwie schon voll hochlevelig. Ja gut, bei dem ist es klar, der ist hauptsächlich Logik.
Vernunft, aber vielleicht kriegt er auch ein bisschen Glaube. Jetzt muss ich mal kurz gucken für den Morlock oder wie er heißt. Ach so, das wäre dann entweder der Dunkelritter mit Lanze und Reiten noch dazu. Oder der Todespriester mit Schwert. Das kann ich mir vorstellen. Schwert und Vernunft. Aber den können wir jetzt einfach mal auf Vernunft lassen. Das passt schon. Da muss ich mir nichts aufschreiben. Der Ferdinand, da schauen wir mal. Der darf sich noch entwickeln. Der auch bei denen. Nee, bei den anderen schauen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, die Dorothea, die kriegt sowieso einen extra Rang, einen speziellen Rang, den man erst im Verlauf der Story freischaltet. Für den ist die quasi gemacht. Und bei den anderen schaue ich. Aber die schon über Level 10 sind, da kann man schon mal planen für die Zukunft ein bisschen. Na gut. Muss ich auf den Marktplatz? Vielleicht. Nee, das mache ich dann auf der Schlacht. Fangen wir die Mission mal an. Das mache ich auf dem Schlachtfeld. Da kann man komischerweise zum Glück immer noch handeln. Eine Diebesbande, angeführt von den von in Ungnade gefallenen Söhnen. Ach ja, genau, das ist die Mission. Jetzt erinnere ich mich wieder. Der in Ungnade gefallener Sohn des Hauses Gautier. Der Bruder von dem Weiberheldenkerl mit den roten Haaren, den ich jetzt leider nicht im Team habe. Das wäre interessant. Der hat ein Heroenrelikt gestohlen und einen Aufstand angeführt. Und wir werden jetzt dahin geschickt, um den zu verhauen. Na dann. Achso, speichern. Was wollte ich vorher nachschauen? Achso, wie viele Stunden wir hier schon hatten? 12 Stunden waren es bei mir. Bis zu der Stelle jetzt. Ne, bis zu der Stelle sind jetzt quasi schon 13 bis 14 Stunden. Quasi. Weil wir doch vorher verglichen haben. Die Merlin schon 24. Crazy. Hallo, Lucario. This weather is unfortunate. Those villagers were right when they said a storm was brewing. But they were more afraid of an attack than they were of the storm. Let's end this quickly. The thieves have taken Conan Tower as their base. There it is in the distance. Niklon must be more skilled than your average thief to have overtaken a place like that. This area was the site of a massive battle several hundred years ago, when invasions from the north were at their peak. This tower was built for both surveillance and defense. It will be difficult to seize it. You know your history, Gilbert. If I recall correctly, you're from the kingdom, aren't you? I left my home long ago. If you have any questions about the mission, I'd be happy to answer them. Was wisst ihr über Haus Gautier? Oder Gautier? Haus Gautier has always placed great importance on whether or not someone bears a crest. Margrave Gautier has two sons. Gautier. A crest never manifested for his eldest. It's not hard to imagine why he left. Wound up in this sort of life. There's no reason that crests should have the power to dictate someone's destiny. Don't you agree, Gilbert? He was just another victim of cruel fate. Forsaken by the goddess, who now demands his execution. Sie hat auch eine kritische Einstellung zur Kirche, finde ich gut. Ich meine, wenn die einfach jeden sofort exekutiert, die hohe Priesterin, und Drogen an ihre Schüler verteilt, kann ich das durchaus verstehen. Okay, los geht's. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Wir sind schon ziemlich gut mit dem Schwert und mit Autorität. Alles andere sind wir total beschissen drin. Dann werde ich jetzt einfach mal Lanzen nehmen. Dann mache ich jetzt ganz radikal. Jetzt wartet mal. Items. Jetzt nehmen wir alle Schwerter weg. Außer das Superschöpferschwert, weil vielleicht braucht man das noch. Und stattdessen kriegt jetzt Lanzen. Und dann trainieren wir den hoch mit Lanzen.
Dann mache ich mir das Spiel zwar schwerer dadurch, aber dadurch kann ich vielleicht alle retten. Alle adoptieren in meine Schule. Ich werde zwar im Kampf wahrscheinlich trotzdem immer die gleichen benutzen, weil alles andere Selbstmord, aber ich kann dann die ganzen Dialogoptionen hochleveln, quasi. Ich habe das Gefühl, ich könnte ein paar Inventare ein bisschen managen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Hubert eine Lanze braucht. Na gut, wartet mal. Lanze, nee, Schwert. Wenn dann Schwert. Genau. Für die Zukunft braucht er, wenn dann, ein Schwert. Wir haben doch bestimmt noch hier ein Eisenschwert für ihn. Perfekt. Haben wir noch eine andere Eisenaxt für ihn? Eine Stahlaxt hat er schon. Dann ist wurscht. Den lagern wir auch mal ein, den kaputten Bogen. Ich habe bei meinem Singleplayer, bei meinem privaten Savegame, alle Sachen immer beim Schmied repariert und eigentlich macht das gar keinen Sinn. Man findet genug Waffen. Ich glaube, man kann mit dem, was man findet, ganz gut eigentlich auskommen, denke ich. Okay, auf die Plätze. Ich speichere vorher. Man weiß ja nicht. Und los! Ja, retten nur im Sinne von, ich will alle haben einfach bei mir. So in der Familie. Das ist eher so. The enemy is close by. We're almost to the top floor. They have nowhere left to flee, so the situation is in our favor. All we have to do is chase them down. Aber ich weiß nicht, ob es geht, dass man alle rekrutiert. Aber Edelgard ist, glaube ich, jetzt echt schon ein ziemlich früher, sehr guter Tank. Ich glaube, das ist super. Vor Magiern muss ich wahrscheinlich trotzdem ein bisschen mich in Acht nehmen. Aber alles andere dürfte sie recht gut blocken können. I stand ready. That's my cue. Oh no. Und du könntest wahrscheinlich auf die da oben schon schießen. Mach das. Cool. Ah. Da guckt er aber durch die Mauer durch. Von der unteren Etage. Stay focused. Damit hat er wohl nicht gerechnet. I will get the victory. Put me in there. Ich auch nicht. Ferdinand von Eyre. Null Schaden, das ist echt cool. Die können hier wirklich nichts. Da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Solange keine Magier in der Nähe sind, kann ich sie jetzt eigentlich voll zum Scouten und zum Gegner anlocken vorschicken. Jetzt habe ich quasi die Gruppe aktiviert durch den Angriff. Die hätten sonst gewartet. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Die kommen mir mit ihren Schätzen entgegen. Finde ich ganz gut. Vielleicht. Ich will eigentlich mit Lorenz überhaupt nicht kämpfen, weil der keine Erfahrungspunkte kriegt und nix. Aber es wäre gut, wenn er in der Nähe des Kampfgeschehens ist, damit wenigstens Beziehungen entstehen und er Herzchen kriegt, quasi. This was beneath me. Eisenlanze. Perfekt. Perfekt. Genau darauf wollen wir ihn ja trainieren, unseren Protagonisten. Well done. Ah ja, mit ihrem Blick. Das ist einfach irre. Sie kann einfach... Ah, 22% Trefferwahrscheinlichkeit ist halt auch
nicht so gut, aber... Wink! Es gibt einfach einen Punkt in der Story. Ich glaube, das kann man sagen, ohne zu viel zu spoilen, in dem nicht mehr alle zusammen sind. Und wenn ich aber alle rekrutiere, dann sind weiterhin alle zusammen. Und nur so kann man alle Stories von allen in einem Playthrough theoretisch erleben. The captain's in trouble. Hurry up, you fools! Enemies approach from the lower floors. Watch the rear. Ah, den Kampf macht der Metatron auch gerade. Okay, cool. Ich spule die Gegner-Moves mal ein bisschen vor. So. Das soll, eigentlich hätte ich das nicht machen sollen. Ich sollte es wirklich nicht für irgendwelche Diebe verschwenden, das Schwert. Das war gerade unnötig und doof von mir. Und es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Naja. Irgendwer sollte vielleicht die Nachhut kaputt hauen. Bleibt ihr mal hinten. Ihr vier oder fünf vielleicht sogar. Und kümmert euch um die Nachhut erstmal. Ah, da ist jetzt ein Magier. Da muss ich aufpassen ein bisschen. Glaube ich, mit der Edelgard. Da könnte ich jetzt eher den Hubert als Lockvogel benutzen. Der hat bessere Magieresistenzen. Bestimmt. Cool, ich bin froh, dass er das gemacht hat. Dass kein Gegenschlag von unserem Protagonisten kommt und der das nicht kaputt macht. Bei dir hat sich Gilbert um die Nachhut gekümmert. Das ist natürlich praktisch, bei mir irgendwie nicht. Ah doch, jetzt doch. Aber wenn ich mich recht an die Mission erinnere, kommen da noch mehr. Let the lesson begin. As expected. Such power dwells within. Der Thronschlüssel, den braucht unser Protagonist gar nicht. Der ist ja eh deep. Ja. Dann lasse ich jetzt Hubert den Magier mal anlocken, bevor die anderen nachrücken. Vorsichtshalber. Man weiß ja nicht. Und ihr könnt euch währenddessen um die hier kümmern. Hallo, Ortis. Wie geht's? I am greater now. Aber bei mir ist er gestorben. Bei mir ist er bei meinem anderen Safe Game ist er alleine nicht fertig geworden mit dem. Deswegen gebe ich ihm jetzt lieber ein bisschen Support mit. Vielleicht ein bisschen viel Support, aber ich glaube, die anderen schaffen das. I want to be all I can. Yes, Level 10. Cool. Whoa, did I get stronger? Mhm. Das heißt, wir können die jetzt bald hochleveln. Moment mal, heißt der Dialog von ihr jetzt gerade, dass sich die Figuren in dieser Spielwelt darüber bewusst sind, wenn sie hochleveln? Sie spüren das, dass irgendwann plötzlich so eine Grenze überschritten wird und dann sind sie mächtig? Es hört sich so an, oder? Wenn sie sagt, wow, bin ich gerade stärker geworden? Das ist also nicht nur eine Spielmechanik, sondern irgendwas Physisches, das mit denen passiert. Oder so. Pferd.
pathetic. Pathetic. Was 10, das eine 0 mehr als 1? Hä? Das musst du mir nochmal erläutern, was du damit meinst, befürchte ich. Die Levelgrenzen zum Klassenwechseln? Ich glaube 5 und ab dann geht's. Also 5, 10 und ab dann geht's in 10er Schritten, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte mich täuschen, aber ich glaube, so ungefähr ist es. 15, 20, 30. Ja, genau, das müsste stimmen. Die Musik, das ist echt cool. Für die letzten beiden Kämpfe spielt nochmal total andere und irgendwie seltsame, aber echt coole Musik. Das ist mir sehr positiv aufgefallen, weil das echt so cool ist. Ich freue mich schon, wenn wir da hinkommen. Aber da haben wir noch viele Streams vor uns. Aber auf dem Weg dahin gibt es auch noch einige coole Stellen. Oh, jetzt habe ich seinen Hochlevel-Dialog weggeklickt. Das wollte ich nicht. Ich bin so aufgeregt. Oh, da kommt aber jetzt schon ein ganz schöner Schwall an Gegner. Alle schön in einer Reihe. Panzerbrecher! Kriegt er momentan nicht. Momentan muss er für einen Speerkampf trainieren. Er gibt kein Schwert für ihn. Ah, geschafft. Ich brauche noch ein bisschen. Edelgard. Edelgard schafft das. Da ist kein Magier dabei, nur Nahkämpfer. Die stelle ich jetzt hier hin, die schafft das. Die können sich jetzt alle an ihr die Zähne ausbeißen, hoffentlich. Und die anderen stelle ich nur in Bereitschaft, damit sie in der nächsten Runde dann abstauben können. Das wird cool. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spielst du, Metatron? Weil ich fand den beim ersten Mal schon... Ja gut, das stimmt, er macht nicht so viel Schaden, wie er aussieht. Aber trotzdem fand ich den nicht ohne. Da war doch ein Magier dabei, aber ist ja gut ausgegangen. Bam! One-Hit-Kill! Ich glaube, Edelgard ist ziemlich überpowered, kann das sein? Ist ja quasi unverwundbar. Ich meine, Claude war mit seinem Bogen schon auch ziemlich krass unterwegs, aber sie ist halt unverwundbar. Na gut, nee, Magier. Magier sind ihr Kryptonit. Tja, da kommt die zweite Runde
Gegner von hinten. Trotzdem ein bisschen nach mit der Gruppe hier. So, jetzt pass auf, der Magier. Der muss dringend weg. So machen wir es. Hatte der grad? Oder habe ich es mir eingebildet? In den ersten paar Frames von seinem Zug nichts in der Hand, ist ohne irgendwas auf den Zug gelaufen und dann auf einmal plopp war der Speer da. Ich glaube schon, oder? Der musste erst geladen werden. Aber vielleicht werde ich einfach schön langsam verrückt. Könnte auch sein. You worked hard for nothing. Ja, Magier sind auch echt grundsätzlich gefährlich. You can't compete with me. Spüre die Macht des Lorenz. Witness my power. Heilmittel. Das wäre auch eine Idee gewesen, mal ein Heilmittel zu nehmen. Aber passt schon. Wird schon gut gehen, glaube ich. This'll get him. Ah. Nix da. So, soll ich hier mal auf die warten? Ich glaube schon. Komm, Hauptcharakter, wir machen einen Hinterhalt quasi. Heiler, dich könnte ich schon jetzt irgendwie da vorne auch brauchen ein bisschen. Leider genau den falschen. Schade. Hey, The Cluedo. Danke fürs Weiterhosten und schönen Abend. Grüß Gott. Unexpected. Genau, mit denen warten wir hier und begrüßen die vier. Vier sind's, oder? Da sollte ich schon ein paar Charaktere da haben, damit ich die möglichst schnell wegkillen kann. Warte mal, schaffst du den Bogenschützen? Zufällig? Das wäre ganz exquisit. Nein, aber bestimmt mit der Hilfe von Lorenz, oder? Ja, das dürfte hinhauen. Dann machen wir das. Ach so, bei deinem Stream jetzt. Ja, macht ja nix. This was beneath me. Always getting stronger. Always stronger. So, Marast B One Hit Kill. Also Two Hit. Technisch gesehen, aber in einer Runde ohne Gegenschlag. Ohne Nachschlag. Level 10. Yes. I still have a long way to go. Oh, das wäre ja super, wenn das funktioniert. Cool. Zwei Gegner auf einen Streich. Also nicht gekillt,
aber der Hintere ist jetzt quasi auch gelähmt und kann in der nächsten Runde gar nichts machen. Und die droppen irgendwie Heilmittel ohne Ende. Ich weiß gar nicht, was los ist. Unseren Heilmittelvorrat für den Playthrough haben wir, glaube ich, jetzt. So, die Magier, die nerven da hinten jetzt ein bisschen. Und ich habe kaum jemanden in Reichweite. Sie wäre mit Blick immer in der Reichweite, aber die Treffergenauigkeit. Aber den Versuch wäre es wert. Jetzt versuche ich mal, dass die drei hier die drei wegkriegen. Das wird eh schwer bis so ziemlich unmöglich, befürchte ich. Aber man kann es ja mal versuchen. Sieht schlecht aus. Na gut, dann haust du jetzt den da weg. Ah, warte mal, das ist noch eine bessere Idee. Genau. Dann machst du jetzt hier Überfall auf die beiden. Der überlebt zwar ganz knapp, aber dafür gelähmt und in der nächsten Runde keine Gefahr. So, sehr gut. Das heißt, die beiden kann ich jetzt theoretisch ignorieren, wenn meine Charaktere von der Reichweite her die Magier dafür killen können. Okay, immerhin. Sie nicht. Na gut. Ist wurscht. Ah, das ist schlecht. Dann schnapp du dir einfach den da. One more success. Jetzt muss ich kurz rechnen. Wartet mal. Mit ihr könnte ich den auf 21 HP runterkriegen. Ah, ich glaube, das reicht nicht. Und er macht gerade mal 12. Nee, das reicht nicht. Dann muss jetzt einfach Bernadetta mit ihrem Superschuss treffen. Ich zähle auf dich. Wollen wir mehr Trefferchance? Naja. Ah. Es hätte so schön sein können. Es hätte so gut laufen können, aber leider nicht. Ah, ich bringe ihn, das in Gefahr. Sollte ich nicht machen, sonst ist er in der nächsten Runde auf dem Präsentierteller. Leider. Genau, so teilen sich die Angriffe von den beiden Magiern wenigstens auf. Das ist okay, dann machen wir das. Edelgard, du haust jetzt den noch schnell kaputt, bitte. Da. Ah, jetzt aber wirklich geschafft. Ach so, warst du da jetzt erst beim echten Endboss quasi? Ich verstehe. Na gut. Kommen wir auch gleich hin. Du könntest mal die Edelgard heilen. Nee, er kommt nicht hinterher. Ich hätte erst mit ihm ziehen sollen und dann mit der Edelgard. Hinterhalt! Ah, oh, gemein. Ja, vorne sind keine mehr. Er schickt seine Ritter los und ist auch noch erfolgreich, der Arsch. Was? Bis da hinten? Bis zu unserem Protagonisten sind die durchgelaufen. Verrückt. Tschüss.
Was für eine Nullrunde. Hallo, Apfel. Wie geht's? Flame Spirit protect me. Disappointing, but I will not misplace my heart. Ja, komm, mach es. Nein, er macht es nicht. Du Arsch, du. Jetzt bist du fast tot. Aber zum Glück nur fast. Ich hoffe, dass wir jetzt die anderen beiden killen können. Es wird jetzt nämlich knapp wegen dir. Da muss ich jetzt dann vielleicht doch mein göttliches Schwert einsetzen. Wollte ich eigentlich nicht machen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Es ist ja furchtbar hier. Was ist denn jetzt los? Du hängst ja bei Mountain Blade fest. Mountain Blade ist ziemlich super. Da bin ich auch lange festgehangen. Meinst du jetzt, dass du nicht mehr weiterkommst? Oder du hängst fest im Sinne von, es ist so toll? Weil ich könnte beides verstehen. Ah, ich glaube, die Heilung reicht nicht mal, wenn der jetzt von dem... Obwohl, könnte reichen. Könnte reichen, dass er nicht stirbt. Aber es ist echt scheiße gelaufen jetzt, die Runde. If only my research had such results. Du kommst davon nicht mehr weg, ja. Ich kann's verstehen. Aber ich hatte auch schon Passagen im Mountain Blade, da bin ich wirklich immer wieder von der gleichen Banditenbande gefangen genommen worden und bin einfach nicht mehr weggekommen von denen. Und da bin ich auch nicht mehr weitergekommen im Sinne von, ja, hängen geblieben im Sinne von kein Fortschritt im Spiel über ewige Zeiten. So, jetzt hoffen wir, dass er den Angriff der Magier überlebt, weil sonst war alles umsonst und doof. Währenddessen levelt Edelgard immer mehr hoch und wird super krass. I must get stronger. Das schaffst du, glaube ich, auch. So wie ich das sehe. For Lady Edelgard. Hubert und Edelgard sind quasi nicht nur von der Story her, sondern auch im Spiel ein ziemlich krasses Duo im Grunde. Sie ist quasi ein unsterblicher Tank und er ist ein total krasser Damage-Stil-Magier. So, jetzt hoffen wir, dass alles gut geht. Der Magier da unten macht mir am meisten Angst momentan. Nein! Nein, das... Nein, der bringt uns genau um. Ah, so ein Scheiß. Ja, komm. Ich hab's doch gewusst. So ein Scheiß. Nur weil er daneben geschlagen hat, mit 89%iger Trefferwahrscheinlichkeit. Der Arsch. Da müssen wir jetzt alles anders machen. I will get the victory. Stay focused. Dann nehme ich jetzt das Schwert des Schöpfers, auch wenn ich es nicht machen wollte. Aber es hilft jetzt nichts. You didn't give it your all. Das muss jetzt sein. Schaffst du den da wenigstens vielleicht? Würde er schaffen mit 84%iger Wahrscheinlichkeit. Oh, er ist einfach noch so unterlevelt. Das ist echt ein Problem. Aber der... Doch, der ist inzwischen schon wieder... Ach so, aber Petra kann den gar nicht erreichen, den Magier. Na gut, dann kann Petra den sowieso verhauen. So oder so. Dann ist es egal. Na dann. My heart is full of victory. Spielst du als Warlord in Mountain Blade mit deiner eigenen Fraktion oder gehörst du zu irgendeinem Königreich?
Weil ich fand das immer echt schwer. Aber es ist auch schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Vielleicht hat sich da was verändert. Aber ich fand es immer echt schwer, die Burgen zu halten, wenn man als Warlord spielt. Da muss man schon viele Lords irgendwie als Verbündete haben, damit das funktioniert. Ups. Ich schmeiße wieder alles um da unten. Was machen wir denn? Wie machen wir das denn jetzt am besten? Einfach alles draufwerfen und hoffen, dass er umfällt, bevor unsere Leute umfallen. Das ist, glaube ich, eine gute Strategie. Die einzige, die ich habe. Können die das überhaupt schaffen? Jetzt warte mal. Sie macht maximal, wenn alles gut läuft, 6 Schaden. Sie macht maximal, wenn alles gut läuft, 18 Schaden. Und 6 Schaden, dann hätte er noch 5 HP. Und er würde 12 Schaden machen. Es würde reichen, es müssten aber echt alle treffen. Na dann triff mal bitte, Kaspar. Danke, das ist schon mal gut. Hast du noch nie gehört, Mounted Blade? Schau dir das mal an. Sieht aus wie Kraut und Rüben, aber spielt sich verdammt genial. Mein lieblingsmittelalterliche Schlachten-Sandkasten. Okay, haben wir es aus dieser brenzlichen Situation doch nochmal rausgeschafft da unten. Und wenn es noch immer so ist, wie es bei mir war, als ich es gespielt habe, leider extrem verbuggt und manche Features, gerade wenn es um Diplomatie geht, scheinen noch nicht oder nicht so ganz zu funktionieren. Aber das macht nichts. Das, was funktioniert, ist cool genug. Und natürlich Mods. So gute Mods. Von Star Wars bis Fantasy, alles gibt's. So coole Mods gibt's für das Spiel, das ist echt cool. Das habe ich auch hunderte von Stunden gespielt, Mounted Blade. I am Ferdinand von Eyre. I stand ready. Well done. Simple logic. Ja, Metatron ist doch auch schon bei 20 Stunden. So. Hey, du Abstauber. Das sind meine Erfahrungspunkte, die du hier killst. Hättest du nicht einen von den anderen hauen können, Mensch. So ein Arsch, oder? Unverschämtheit. Heilen wir den Kasper noch ein bisschen. Die Dorothea selbst könnte auch ein bisschen Heilung brauchen, sehe ich gerade. Aber momentan alles im Lot. Schaffst du eigentlich einen alleine? Ich glaube schon, oder? Nee, na. Nee, nicht ganz. Die sind anscheinend hartnäckig. Hey, guck mal die Säulen. Die haben überhaupt keine Verbindung zur Decke. Was sind das für komische Säulen? Die stützen gar nichts. Kann man die aus der Perspektive noch mal sehen? Ja, das sind rein dekorative Säulen. Genauso wie die meisten Wände, die hier in dieser Halle einfach so hochgezogen wurden. Es ist komisch. Aber gut.
Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, ich wollte hier Leute verhauen. The mark of nobility. Der niedrigste Level war bei dir 14. Mein Gott, wie hast du die denn wirklich so hoch geboostet, so hoch gepowert? Das ist ja voll irre. Weil da kann man ja theoretisch auch den Beziehungsrang der Charaktere dann total hoch boosten, wenn es so Schlachten gibt, die man unendlich wiederholen kann. Verrückt. So, jetzt schnell nachrücken, bevor der NPC-Begleiter den ganzen Spaß alleine hat. Aber ich bin ja schon erprobt im Umgang mit dieser Art von Gegnern. Das kriege ich schon hin. Mit der richtigen Strategie wird man mit denen schon fertig. Nicht so weit vor. Du kannst nicht alleine gegen die alle kämpfen. Das Rostschwert. Oder, wartet mal kurz. Dorothea bräuchte doch die Heilung, oder? Obwohl, nimm noch ein Heilmittel. Und dann passt schon. Okay. Da hätte ich gern den alle Einheiten zu diesem Punkt hin bewegen, automatisch Knopf manchmal, wenn es einfach nur darum geht, dass man alle nachrücken lässt. So, Lorenz muss jetzt erstmal kurz warten. Mountain Blade 2 kommt bald. Das gibt's noch nicht, oder? Sonst hätte ich mir das sehr gerne mal angesehen. Oh, der hat anscheinend eine Waffe, die gegen Edelgard kritisch ist. Weil sonst hätte der kein Ausrufezeichen. Ich traue mich trotzdem mal, dass ich sie da hinstelle. Hoffentlich nicht eine blöde Idee. Der Hubert geht mit. Ah, der hat ein Heilmittel. Gut. Ja, das Mounted Blade 2 ist, glaube ich, schon seit 100 Jahren angekündigt und in Entwicklung. Aber ich glaube, veröffentlicht ist es leider noch nicht. Ah ja, stimmt. Autokampf könnte man nutzen zum Nachrücken. Das stimmt, aber da traue ich mich nicht. Sonst machen die noch irgendwie krassen Blödsinn. Puh, so wie der da. Aber zum Glück ist nichts passiert. Hubert, finish him! Flawless victory. You worked hard for nothing. Der Trefferring. Unexpected. So, pass auf, machen wir gleich noch eine Heilung drauf. A great help. Not a total waste. Weil wenn ich auf Autokampf stelle, habe ich Angst, dass die zum Beispiel hier in den Schadensbereich der Fernkämpfer laufen und solche Geschichten. Und da muss ich mich nur ärgern. Da ziehe ich sie doch lieber manuell nach.
Ach ja, unser NPC-Begleiter kann es einfach nicht erwarten. Ich meine, der hält schon ein bisschen was aus. Ja gut, Bogenschütze und Axtkämpfer, das schafft er. Aber wenn da irgendwie so ein, zwei Magier wären, würde ich mir Sorgen um den machen. Na gut, mach's gut, Ortis. Gute Nacht. Bis bald. Die schönen Erfahrungspunkte, ey. Gemeinheit. Da sind wir jetzt aber im Einzugsgebiet von irgendwem da oben. Da muss ich aufpassen. As expected. Hi Ratia. Ja, die Kämpfe machen mir persönlich echt am meisten Spaß. Aber schon immer bei Fire Emblem. Das hat mir einfach schon immer gut gefallen. Deswegen spiele ich da eben auch wirklich gerne auf einen hohen Schwierigkeitsgrad, weil da entfaltet sich dann erst so richtig die taktische Tiefe. Das mag ich schon echt gerne. Vor allem, wenn man stundenlang einfach nur Charaktere von A nach B bewegt. Aber das passiert tatsächlich relativ selten eigentlich. Nein, guckt euch das an, was macht denn er jetzt für einen Blödsinn? Genau deswegen kontrolliere ich meine Leute lieber selbst. Sonst stellen die sich an die Mauer und lassen sich vom Bogenschützen erschießen. Zum Glück dürfte der gegen die Bogenschützen relativ immun sein, aber das ist schon sehr bescheuert. Ja, die Aktion gerade. Nee. Aber andererseits lockt er die Bogenschützen an und ich kann die dann vielleicht mit meinen Magiern wegsnipen und mit der Bernadetta vor allem. Ah, könnte sogar echt funktionieren. Vielleicht ist das sein Plan. Vielleicht ist die KI wesentlich besser, als ich dachte. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur doof. Not enough. Child's play. So, aber tatsächlich könnte ich jetzt ganz gut mit meinen Fernkämpfern die attackieren. Ob's was bringt und ob's nicht vielleicht sogar sehr gefährlich ist, da bin ich mir nicht sicher. Schade, ausgerechnet er ist ein Feld zu weit entfernt, weil er wäre genau der Cleaner, der Abstauber, der Saubermacher, der so einen Bogenschützen leicht mal wegzaubern würde. Nee, die sind mir zu stark. Da traue ich mich nicht. Die schießen mir in der nächsten Runde sonst meine Magier weg, befürchte ich. Da warte ich noch ein bisschen. Aber möglicherweise, wahrscheinlich hat er die jetzt quasi aktiviert, die KI von denen. Und das würde wenigstens bedeuten, dass die jetzt uns entgegenlaufen, sobald er nicht mehr in Reichweite ist. Ja, bei Mountain Blade sind... Also die Übersichtskarte bei Mountain Blade macht schon ziemlich viel Spaß und ist cool. Aber vor allem der Kampf ist halt wirklich was sehr Besonderes, das ich so noch nie in einem anderen Spiel gesehen habe. Das ist echt cool. Und mit den Schwierigkeitsgradreglern kann man sich selbst, wenn man will, entweder zum krassen Superhelden machen oder einfach nur zu einem von vielen Soldaten auf dem Feld. Wie man mag. Das ist ziemlich cool.
Ja, ich bin eigentlich auch ein Fan von einigeln und die Gegner kommen lassen, aber wenn man so einen doofen NPC dabei hat, der so vorrusht, dann ist das immer ein bisschen doof. Du bist stationär, ne? Ich habe gehört, dass mit einem Patch bald ein neuer Schwierigkeitsgrad eingeführt wird. Ultra super schwer. Leider gibt es den noch nicht. Den würde ich echt gern spielen. Und in dem können sich dann unter anderem auch die Bosse von Anfang an übers Feld bewegen. Was das Ganze natürlich schon wesentlich schwerer teilweise macht. Und außerdem haben feindliche Klassen irgendwie verschiedene Spezialfähigkeiten, die sie auf schwer oder auf den anderen Schwierigkeitsgraden jetzt nicht haben. Das klingt auf jeden Fall interessant. Versuchen wir. Hey! Na toll, wenn es um nichts geht, dann trifft sie natürlich. Aber wie, es ist mal wichtig. Typisch. Die machen mehr Schaden, als ich dachte, ehrlich gesagt. Immer noch nicht bedrohlich viel, aber ich dachte, die machen unseren Protagonisten wahrscheinlich so gut wie gar nichts. Mal schauen, wie es mit der Reichweite von den anderen aussieht. Ah, ich glaube, keiner kann die angreifen. Das ist echt schlecht. Und Bernadette auch nicht mehr. Das ist noch schlechter. Verdammt nochmal. Naja, dann machen wir jetzt den mal kaputt. Auch noch ein kritischer Treffer. Krasser Overkill. Der hatte noch 5 HP und wir haben 54 Schaden gemacht. Naja, warum nicht? Oh nein, er bewegt sich doch. You think you can take the lance from me? I'll kill you. I'll kill every last one of you. Ich wollte gerade sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil der könnte das wirklich machen, dass er uns umbringt. Und er hat es auch getan. Dammit! Wie viele göttliche Plusse habe ich noch, nachdem nur noch eins? Na gut. Genau. Dann muss ich den markieren, wenn der sich doch bewegt. Ich wollte die Erfahrungspunkte abstauben, die da rumliegen. Aber das machen wir jetzt lieber doch nicht. Brilliant technique. I will get the victory. I am Ferdinand von Eyre. Put me in there. So, jetzt schauen wir mal. Wenn ich den Eröffnungsschlag mache, sieht es wahrscheinlich gleich anders aus. Aber der ist gefährlich. Der ist wirklich gefährlich, verdammt. Da müssen wir ein bisschen länger planen. Oh, aber nicht, dass er vorläuft, dass Gilbert vorläuft und sich gleich sofort instant killen lässt. Da habe ich gerade ein bisschen Angst. Nein, Ferdinand. Was machst du denn? 96%. No hesitation. Should I have held back? I can't wait to challenge you. As you wish. I will prevail. Da weiß ich nicht. Da traue ich mich jetzt nicht mal die Hilde ohne weiteres reinzustellen. Auf jeden Fall können wir ihn mal hochheilen. Ich glaube, der hat 30 Schaden gemacht, ne? Dann wäre jetzt unser Protagonist stark genug, dass er einen Angriff abwehren kann, von ihm überleben kann. Das wäre gut. I stand ready.
Oh no. That's my cue. Und dann noch ein bisschen Hubert-Magie, dann wird's schon gehen. Ich mache mir jetzt wirklich nur um unseren NPC-Begleiter Sorgen, weil den kann ich halt nicht aufhalten. Der stürmt jetzt nach vorne. Idiot. Ah, okay. Aber jetzt komme erst ich. Na gut. Sie wehrt zumindest schon in Wurfaxt-Reichweite. Das macht halt so gut wie überhaupt keinen Schaden. Wer ist denn noch in Reichweite? Den hat sie schon, ja. Den Bestienschlag hat sie schon. Thanks. Ich werde versuchen, Gilbert am Leben zu halten. Aber ich kann in der Runde noch nicht in die Offensive gehen. Ich muss noch ein paar Charaktere nachziehen, die wichtig sind. Thank you. Ich muss den möglichst in einer Runde killen, damit der nicht zum Gegenschlag kommt. I still have a long way to go. Okay, nächste Runde wäre ich soweit. Lieber NPC-Kerl, dessen Name mir nicht einfällt, bitte jetzt nicht sterben. Ja, der stirbt, weil er ein Vollidiot ist. Weil er ein Vollidiot ist, stirbt er jetzt, der Idiot. Weil er jetzt einen Gegenschlag ausführt, auch wenn es sein Tod ist. Oh, ich hasse die KI in dem Spiel manchmal. Oh, er kriegt keinen Gegenschlag. Nein, weil er ihn quasi getötet hätte, aber dann doch nicht tötet oder so. Ich weiß nicht genau, was gerade passiert ist, aber ich bin zufrieden damit, dass es passiert ist. Das ist genug. Egal. Hauen wir ihn kaputt. Whatever. Ich nehm's. Was auch immer das gerade war. I must get stronger. Not bad for your kind. A bunch of spoiled, rotten children. What the hell? Yeah, look at that. I'm out of here. Hold on. Todesklaue. Und Prinzessin Mononoke, die Verwandlung gerade, stimmt mit dem Schleim, wie beim Wildschwein und so. That form. Oh my. Is this your first time fighting such a thing? Then listen well to what I say. Okay. Ich überspringe das jetzt einfach, aber im Grunde... Such is the fate of one whose life is corrupted by a crest stone. How pitiable. The least we can do is put an end to his suffering.
Im Grunde hat der Kampf gegen so Monster besondere Regeln. Die haben 4 Seiten und auf jeder Seite haben die ein Schild. Wenn man es schafft, alle 4 Schilde durch Attacken zu brechen, dann sind sie benommen und dürfen eine Runde lang nicht angreifen. Wenn man ein Schild auf einer Seite zerstört hat, sind sie an der Stelle aber besonders verwundbar. Das heißt, man kann sich entscheiden, entweder ein Schild kaputt hauen und dann an der Stelle verdammt viel Schaden machen, um sie schnell zu töten, oder eben benommen machen, dafür weniger Schaden machen. Und die Viecher haben meistens mehrere Energieleisten, der hat zum Beispiel 3. Das heißt, auch mit supermächtigen Angriffen kann man sie nicht instant töten, weil man immer nur maximal eine Energieleiste leeren kann. Okay, das ist im Grunde alles, was man über den Kampf mit Bestien wissen muss. Und jetzt befürchte ich, ich weiß nicht, ob ich Gilbert retten kann. Ich weiß nicht, ob ich Gilbert irgendwie retten kann, weil er ist einfach ein Vollidiot. Das war schon beim ersten Mal, als ich den Kampf gemacht habe, das Hauptproblem. Dass Gilbert so super Idioten selbstmörderisch agiert die ganze Zeit. Ja, ich könnte den Weg blockieren. Ferdinand, überlebst du das? Wir werden es rausfinden, würde ich sagen. Oh Gott. Wie oft kann ich noch zurückspulen? Göttliche Fähigkeit. Ah, meine Anwendungen wurden zurückgesetzt für den Bosskampf. Das ist nett. Dann kann man was riskieren. Das ist gut. Das ist wirklich nett vom Spiel. Ja, ich denke, der kann da echt sterben in der Mission. Sowohl der NPC-Begleiter als auch alle anderen. Und falls er nicht sterben kann, ich bin mir nicht sicher. Falls das sowas ist von wegen, oh, ich zieh mich zurück, aber mir geht's dann gut, kriegt man wahrscheinlich auf jeden Fall eine Belohnung, wenn man es schafft, dass er überlebt. Shall I help? Now's our chance. So, und jetzt durch den Angriff habe ich das Monster jetzt auf ihn fixiert. Der wird jetzt beim nächsten Mal garantiert ihn angreifen. Er kann gar nicht anders. Das heißt, solange hier keiner steht, sind jetzt alle eigentlich nächste Runde dann sicher. Das ist auch so ein Spezialding bei diesen Monstern. Mann, die machen keinen Schaden, meine Leute. Das ist echt scheiße. So, jetzt habe ich ihn nochmal nach oben verlegt, damit ich mehr Fläche zum Angreifen habe für meine NPCs. Okay, jetzt schauen wir mal, dass wir so viel Schaden wie möglich verursachen. Monsterbrecher, damit kann sie ihn auf jeden Fall mal... Wobei, mit Monsterbrecher könnte sie eine ganze Energieleiste alleine schaffen, wahrscheinlich. Aber kriege ich mit den anderen die Energieleiste noch runter? Hubert, du schaffst das, oder? Hubert könnte vielleicht auch... Nee, Hubert schafft's auch nicht. Ist egal, wir kriegen das schon hin. Aber wenn jetzt noch irgendwer das eine Feld da angreifen könnte, es wäre so super. Aber ich habe keinen, der das noch kann. Geht sich von der Reichweite her nicht aus. Ah, Moment mal! Bernadetta! Die schafft's mit Blick, theoretisch. 51%. 61? Okay. Nein.
Wie gesagt, wenn es wichtig ist, dann schafft sie es nicht. Ich glaube, die hat so einen Leistungsdruck. Die kommt nicht klar mit Stress. Zu viel Druck. Das schafft sie nicht. Schade, das wäre echt sehr gut gewesen, wenn das funktioniert hätte. Sehr gut wäre das gewesen. Oh Gott, der stirbt sofort in der Gegenwehr und schafft's auch nicht. Ja, dann hilft's nix. Dann muss jetzt Edelgard hier halt. Offensichtlich ist es ein guter Plan, offensichtlich. Damit hat es nicht gerechnet, nämlich, dass auf einmal ganz viele Leute einfach so auf ihn zulaufen und nichts machen. Das hat ihn echt aus dem Konzept gebracht anscheinend. Kann man auch verstehen. Wer braucht denn Heilung? Ach so, du, ja, unbedingt, komm, ja. Bitteschön. Damit du keinen Unfug machst. Mein Gott, Kasper, du kannst ja mal gar nichts. Der kann den nicht mal attackieren, weil er sofort in der Gegenwehr stirbt. Ja, dann bleib mal hier hinten stehen, vielleicht moralische Unterstützung oder so. So, ich hoffe, Ferdinand schafft das. Kein Problem, kein Problem. Nein, ein kritischer Treffer. Komm schon. Das gibt's doch nicht. I have yet to be forgiven. For now I must retreat. For now I must retreat, sagt er. Das könnte bedeuten, dass er nicht stirbt. Das Problem ist, wenn ich jetzt zurückspule, wird es wieder genauso passieren. Ich müsste sehr weit zurückspulen. Und ich kann ihn nicht davon abhalten, anzugreifen, weil er einfach ein Vollidiot ist. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Deswegen, wenn der jetzt tot ist, ist er tot. Das ist mir jetzt echt wurscht, weil ich mich gerade echt über diesen dummen NPC ärgern muss. Der kann mich jetzt mal. Würde ich sagen. NPCs sind überbewertet. Leider. Das wäre das Beste. Wenn man die irgendwie lahmlegen könnte, die NPCs. Die haben leider halt null Selbsterhaltungstrieb. Das ist ein bisschen doof. Na gut, aber mit dem kritischen Treffer gerade hat auch keiner rechnen können. Das war auch sehr gemein. Nee, das passt schon. Das ist jetzt einfach... Wenn der jetzt wirklich tot sein sollte, dann ist das jetzt in dem Spiel passiert. Das ist okay, damit kann ich leben. Und ich kann den jetzt auch wirklich nicht mehr retten. Also wenn das jetzt so ist... dass er tot ist, dann ist es so. Das ist auch nicht so schlimm. Der ist mir jetzt auch nicht besonders wichtig oder so. Nix für ungut, lieber NPC. Ich meine, er hat gesagt, er muss sich zurückziehen. Es hat sich nicht so angehört, als wäre er jetzt gleich instant tot deswegen. Man weiß es zwar nicht, aber... wird schon passen. Ach Mist, ich dachte Edelgard könnte dann noch einen Schritt weiter laufen. Leider nicht. So, jetzt ist dein großer Tag gekommen, Kaspar. Das schaffst du jetzt. Ach nein, der greift zweimal an. Okay, ist okay. Nichts passiert. Ja, aber es hat gereicht, dass sein Schild durchbrochen wird. Das ist die Hauptsache. Weil jetzt gibt es auch keine Gegenwehr mehr und jetzt können wir auf ihn einhauen, wie wir lustig sind. Wer macht denn am wenigsten Schaden von euch?
Schwer zu sagen, muss ich testen. Wahrscheinlich du. Ja, wahrscheinlich. Wow, das war ziemlich viel Erfahrung. Okay. Jetzt dürfte der eigentlich besiegt sein, wahrscheinlich, bevor der wieder angreifen darf. Jetzt können wir ihn zermürben. Habt ihr gesehen, wie der gerade komisch gemoonwalkt ist, so zur Seite geglitscht? Komisch. Take me seriously. Okay, ab jetzt darf er wieder zurückhauen. Ich muss dran denken. Ich muss dran denken. Ab jetzt darf er sich wehren. Ich könnte ihn jetzt sofort instant töten, aber ich möchte eigentlich erst meine niedrigleveligeren noch ein bisschen trainieren. Solange sie überleben, dürfen wir jetzt noch ein bisschen draufschießen. Ja, ich finde das, ich mag das überhaupt nicht, wenn Spiele mit ihren Zahlen so eskalieren und schon im 100er-Bereich losgehen. Ich finde es da echt ganz schön, dass sich das dann im Rahmen hält. Am Schluss gibt es dann schon so kritische Treffer, die 150 Schaden machen oder so. Aber das ist alles noch sehr überschaubar. Wer sind der Niedriglevelste? Wahrscheinlich der Kasper, oder? Kasper! Schaffst du das? Er schafft das. Kasper, du schaffst das! Yeah. Ich finde es aber toll, wenn bei sowas Untertitel da stehen. Goddess, the beast is gone. Yet Miquelon and the Lance remain. Ist tot. Du kannst gar nicht reden. Let's retrieve the lance and depart at once. Edelgard ist die Heldin. Na gut, die hat super viel getankt und super viel Gegenschläge ausgeteilt am Anfang, das stimmt. Die Edelgard ist schon eine Heldin. Hallo Tau. Wie geht's? Denk an die kritischen Gegentreffer. Ich habe drauf geachtet. Der hatte 0% kritische Trefferchance. My thank you so much. That man. His form was changed. It was as though that lance was swallowing him whole. Upon that sight, it makes sense that your students were upset. I wonder if those relics truly hide such power. Yet even still, that power seems familiar. That form as well. As one who wields the sword of the Creator, does that mean you possess that power too? Professor, you have returned. The goddess is indeed generous with her divine protection. I have already heard Gilbert's report about what happened. See to it that you keep what transpired at the tower. To yourself. People would lose faith in the nobles should rumors spread of one using a relic and transforming into a monster. All regions of Fodland would fall into chaos. We must avoid that at all costs. Please ensure the students who accompanied you understand that as well. Have I made myself clear? Huh.
His transformation into a black beast was nothing short of divine punishment from the goddess. Punishment for someone arrogant and foolish enough to use a hero's relic even though they were unworthy and unqualified. Wird mich eines Tages dasselbe Schicksal ereilen? If someone without a crest were to wield the relic you possess, they would likely meet the same fate as Miklon. You, however, have been chosen. You are worthy of wielding the sword of the Creator, so there is no need to worry. The Church will formally return the lance to House Gautier, if you would. You have my gratitude. I can see that I was right to trust you with this. Please report back. I will tell you of your new mission for the coming moon at that time. Ja, aber wirklich, weißt, ich könnte mich über den NPC so ärgern, die ganze Zeit staubt er Erfahrungspunkte ab. Did you return the Lance of Ruin? Und killt irgendwelche angeschlagenen Gegner und so weiter. Und dann, beim letzten Endboss, lässt er sich kritisch kaputt hauen, ohne irgendwas zu bewirken. Was für ein Arsch. Auf den Dekosäulen sitzt da, genau. Und hat zugeguckt. Vielleicht wollte er den Studenten nicht die Erfahrung klauen. Ach, ich hasse den. So, was hat sie jetzt gesagt? Ich war in Gedanken. Ich gehe davon aus, die erste... Ah ja, die Lanze zurückbringen. Ich habe sie zurückgegeben. Sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wahrscheinlich. I keep thinking about what Gilbert told us. Was hat er denn gesagt über Haus Gautier? Yes, Miklon was discarded by his family because he was born without a crest. Eventually, he became a masterful thief and gathered enough ruffians to capture a fortress. Right or wrong, he was a gifted leader. He could have been a great asset to Fodlan. What a waste! It's true that a crest can increase your magical abilities and allow you to wield the full might of a hero's relic. But one cannot measure a leader's worth based solely on whether or not they bear a crest. There are plenty of talented people in this world without one. Warum sind denn alle derart von Wappen besessen? People believe crests are blessings from the goddess, that they're necessary to maintain order in Fodlan. But the people are wrong. Crests are to blame for this brutal, irrational world we live in. Their power is granted only to a select few, whom we elevate and allow to rule the world. Have you ever wondered if the only way to create a truly free world is to dispense with the goddess and the crests? Do that, and people will have no choice but to rise and fall by their own merits. Das finde ich ziemlich cool. Lady Edelgard, I question whether you revealed too much to the professor. Ich meine, weil die Hauptmissionen und die große Rahmenhandlung ist bis jetzt natürlich genau die gleiche wie mit der gelben Hirschschule. Aber ihre Motivation, die ganzen Dialoge sowieso, aber ihre Motivation und ihr Plan quasi so, spalten sich jetzt schon sehr stark von Claudes Geschichte und seinem Plan und seinem Denken ab. Das ist, wird noch interessant, glaube ich. Okay, weiter geht's. Perhaps I did. It is true that our teacher possesses a rare talent. Even I cannot deny it. The ability to wield the sword of the Creator is concerning. I've already explained this to you. My power alone is insufficient. That's why I'm borrowing power from those people. If our teacher can wield it in my stead, I believe that would be for the best. It's a risk. A dangerous one. You leave me no choice but to take matters into my own hands. Please excuse me. Was will er denn machen? Bringt er uns jetzt um? I can't hide from the truth. I can't do all that I must on my own. If all I can rely on is my own ambition, my path won't be easy. Is it so risky to reach out my hand? Father,
I swear I will not stop until I succeed. My regret, my grief, my whole life. I've thrown it all away into the darkness. Was hältst du von Ni No Kuni? Ich habe den ersten Teil gespielt und fand ihn sehr cool. Der zweite wirkt zwar cool, der könnte mir, glaube ich, echt gefallen, aber ich habe ihn noch nicht gespielt. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Zeit, aber jetzt kommt dann erstmal Dragon Quest 11 bei mir dran. Also jetzt bin ich ja mit Fire Emblem durch, das werde ich nebenher immer noch ein bisschen spielen, einen neuen New Game Plus, privat so, aber jetzt habe ich erstmal angefangen mit Pillars of Eternity. Und danach wird Dragon Quest 11 wahrscheinlich fällig, also so als privates Spiel quasi, und dann vielleicht hole ich dann nochmal Ni No Kuni 2 nach. Ich weiß es noch nicht, aber ja. Grundsätzlich cool. Professor, you have done well to complete such a difficult task. You have shown exceptional skill in leading your students. I am forever grateful for the safe return of the hero's relic. Just as I expected, you have mastered the sword of the creator. Mir fällt gerade ein, die werden solche Hintergründe genommen haben, um Speicherplatz zu sparen. Ah, ich weiß nicht. Weil die Räume, in denen die stehen, gibt's ja. Die sind ja schon gerendert. In denen kann man ja rumlaufen. Also was heißt gerendert? Die sind ja schon quasi vorhanden. Insofern wird es ja nicht mehr Speicherplatz brauchen, die hier auch wirklich zu benutzen. Ich könnte mir eher vorstellen, vielleicht sind die Charaktermodelle ein bisschen detaillierter in diesen Cutscenes. Und deswegen haben die quasi keinen Polygon-Hintergrund, sondern nur diese 360-Grad-Wand, damit die ein bisschen mehr Polygone für die Charaktere benutzen können. Müsste man mal drauf achten, ob die, wenn man so die Akademie erkundet, da zoomt die Kamera nie so nah ran. Aber vielleicht sind die da ein bisschen weniger detailliert. Ich meine, das wäre ein uralter Trick, so macht es ja im Grunde auch jedes Spiel seit 2000 ever. Oder seit 2010 zumindest. In den Dialogen. Naja. Now then, I shall tell you about your mission for the coming month. Archbishop. Setith, what troubles you? Flayne is missing. I cannot find her anywhere. Professor, have you seen Flayne recently? Nein. I have searched everywhere. Where could she be? She may be in danger. Oh, no, 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 what am I to do? Calm yourself, Setith. Professor, we shall continue our discussion another time. Für die kleine Schwester. Teestunde. Part 1. White Clouds. Horsebow Moon. Rumors of a Reaper. As cold air begins to creep in from the north of Fargus, Fodlan welcomes the riches of fall. The women spend their days reaping the golden fields, gratefully embracing the bounty the goddess has once again provided. The men venture into the wilds with horsebows and empty sacks ready to be filled. Ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass ich ein Spiel, das ich eigentlich quasi mir privat hole, dann irgendwie doch auf dem Kanal oder in den Streams verarbeite, wenn es mir gut gefällt. Also würde ich das gar nicht unbedingt ausschließen. Habe ich drüber nachgedacht, sowas in der Art zu machen. Ich habe auch früher meine Let's Plays mal ein bisschen, also eine Zeit lang zum Beispiel, habe ich vor den Folgen so kurze Previews gemacht zu Szenen und sowas und habe auch teilweise ein Intro davor geschnitten, aber die Arbeitszeit, der Aufwand, das Rendern und so weiter, die Zeit, die dafür notwendig ist für die einzelnen Folgen, ist einfach irgendwie zu groß, dass es das rechtfertigt, also dass es das wert ist. Weil in der Zeit mache ich halt irgendwie
doppelt so viel Folgen. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn ich die Let's Plays so machen würde, wie ich die gern machen würde, mit Intro, mit so einem kurzen Trailer am Anfang und so weiter und so fort, dann könnte ich vom Zeitaufwand her vielleicht wahrscheinlich sogar weniger als die Hälfte der Let's Plays machen, die ich jetzt mache. Und da mache ich lieber einfach mehr Folgen, anstatt so Kleinigkeiten im Grunde zu machen. Vielleicht, wenn ich mir irgendwann mal super krasse Render-Hardware leisten kann, dass das innerhalb von wenigen Minuten fertig ist, mache ich das vielleicht wieder. At present, all we know for certain is that she has not left Garrick Mach. Flayne is not the type of person to just wander off on her own without telling me where she is going. We have searched the monastery thoroughly, but have found nothing. I am now mobilizing the knights to begin searching the town. Troubling rumors have been running rampant lately. I do not wish to consider the worst, but... Lass doch einfach Gameplay laufen. Was meinst du denn? Wo denn? Wie denn? Wann denn? Warum denn? Beunruhigende Gerüchte. Fragezeichen. There are rumors of someone prowling the streets and attacking innocents night after night. Der Tod. The knights have investigated the matter. They have not discovered any remains, nor have they found any concrete evidence. The people are panicked. They all insist someone called the Death Knight is coming to claim their souls with his blade. There is no way she could have escaped unscathed if she were captured by such a fiend. Where is she? Setith, recall that impatience begets error. Please do your best to calm yourself. I think of your sister as family as well. You know that. You have my support. We will devote ourselves fully, mind, body, and soul, to recovering her. Professor, your mission for this month is to help find Flayne. The knights have the town covered, so I ask that you focus your efforts on searching the monastery again. We do not have time to waste. You have your orders. Flayne has gone missing? Most unsettling. It doesn't seem likely that she's simply gotten lost. I'll help in any way that I can. So, our mission this month is to find her? Well then, let us hurry and locate her before anyone else. I hope Flayne is okay. What would happen if... Just what would we do if... You can't think like that, Byrne. Setith would have a heart attack if he heard you. I've heard that she has a crest. But I suppose for this moment that is irrelevant. We'll start by gathering information. Someone must have seen Flayne recently. Right. If we work together, I'm certain we'll find her. Petra hat Geburtstag. Teestunde mit Petra. Ich weiß über Petra gar nichts. Sie ist die Prinzessin von irgendeinem weit entfernten Land, das irgendwann mal Krieg geführt hat mit irgendwem. You have my thanks for giving me your spare time. Aber was macht sie gerne? Was interessiert sie? Ich habe keine Ahnung. Raten wir einfach mal. Delicious. What? Trollige Mönche. Das ist doch ein gutes Thema. Nein, wer will denn nicht gern über trollige Mönche reden? Verstehe ich nicht. Essen, baden im Meer. Baden im Meer. Die Antwort, die Option kenne ich nicht. Das mache ich jetzt mal. Verlässlichkeit. Okay. Fehler beim Kochen, knappe Angelegenheit, ich möchte mehr wissen. Ich möchte mehr wissen. Ja, immerhin. Schöne Teestunde. Na dann. Ich überlege gerade, ist die Bischöfin 1000 Jahre alt? Die war ja auch am Anfang im Kampf gegen den Typen mit unserem Schwert. Ja, aber ob sie das persönlich war, weiß man nicht. Und ob das die gleiche ist, weiß man nicht und so weiter. Das weiß man alles nicht sicher. Und ich will es nicht spoilen. Deswegen werde ich das dazu nicht mehr sagen. Aber man weiß es nicht.
Du stellst ein Spiel in eigenen Worten vor, zum Beispiel Creeper World. Müssen wir nicht Gameplay laufen? Tower Defense. Aborted Story. So dass Leute, die nach dem Spiel mal suchen. Du meinst unabhängig von den Let's Plays quasi, einfach mal so Vorstellungstrailer machen zu den Spielen, die ich Let's Playe. Und dann sagen, ja, das ist so und das und sowieso. Und hier könnt ihr 3000 Let's Play-Folgen schauen, wenn ihr wollt. Oder wie? Das könnte man, das gar keine blöde Idee, das könnte man massen. Verlässlichkeit und Essen. Essen mag irgendwie in dem Spiel fast jeder. Also sehr gern. Okay, heute müssen wir sogar erkunden. Das ist ein Monat, den Monat hier könnte man komplett überspringen, wenn man nicht aufpasst. Man darf dann nicht zu früh irgendwo hingehen. Aber das wird einem vom Spiel ausdrücklich gesagt, das ist kein Problem. Aber trotzdem ist das ein bisschen gefährlich, finde ich. Hubert könnte jetzt hochleveln zum Magier. Warum eigentlich nicht zum Dunkelmagier? Weil wir kein dunkles Siegel haben. Das wäre nämlich viel cooler, wenn er zum Dunkelmagier werden würde. Dann könnte er Miasma und Herzsucher und so kann er Feuer. Aber ich würde ihn vielleicht trotzdem zum Magier machen. Ich schau mal noch, wen wir sonst noch haben. Vielleicht wird erstmal wer anders befördert. Bernadetta! Nein, doch, hier! Perfekt, die kann zur Scharfschützin werden. Nee, zur Schützin erstmal. Das machen wir, würde ich sagen. Sie will aber Scharfschützin werden. Ist Scharfschützin nicht erst die nächste Stufe? Genau. Da muss sie noch ein bisschen hochleveln dafür. Braucht sie dafür was anderes noch außer Bogen? Nee, nur Bogen auf A. Dann ist ja gut. Und, ah ja, Petra. Petra könnte auch schon hochgelevelt werden. Entweder, jetzt haben wir kein Siegel mehr. Aber sie könnte Söldner oder Dieb werden. Oder Bandit. Pegasus, Wyvernreiter gibt sowieso erst ab der Oberstufe frühestens. Und Pegasusreiter will sie ja ausdrücklich nicht werden. Auch wenn es die Vorstufe von dem Wyvernreiter wäre. Nee, dann ist schon okay. Dann wird sie erstmal was anderes. Aber jetzt machen wir für heute erstmal Schluss. Leider. Wir hätten auch noch Unterstützungsdialoge. Aber ich muss jetzt echt aufhören. Es hilft jetzt nichts. Irgendwann ist auch mal Schluss. Leider. Na gut. So, ich muss das nochmal posten, weil viele haben das bestimmt nicht mitbekommen. Aber morgen ist kein Patreon-Stream um 8, weil letzte Woche gleich Doppelstream war quasi. Doppelt gemoppelter Patreon-4-Stunden-Stream. Und das bedeutet, dass der nächste Stream dann erst wieder Dienstag ist. Nächsten Dienstag geht es dann weiter hier mit Fire Emblem, voraussichtlich am Dienstag. Ziemlich wahrscheinlich. Ja. Na gut. Dann sage ich jetzt gute Nacht. Danke fürs Zusehen. Und ja, bis bald. Macht's gut. Ciao.